Das ist eigentlich im Prinzip das, was nie wieder kommt. Weltgeschichte vor der Haustür. Tausend Kerzen vor der Tür. Als Revolutionswaffe. Stand nirgendwo in irgendeinem Plan. Sie waren darauf nicht vorbereitet. Meine Eltern fanden das irgendwie schon auch dufte, dass ihr Sohn Stasi-Auflöser war. Das klang ja auch irgendwie gut, Stasi-Auflöser. Stasi, Ministerium für Staatssicherheit. Das Herzstück des DDR-Überwachungs- und Repressionsapparates. Die Verwaltungszentrale in der Berliner Normannenstraße. Minister Erich Mielke ließ das Volk durch hunderttausende inoffizielle Mitarbeiter bespitzeln. Der Staat wollte die totale Kontrolle. Das Mielke-Büro ist heute Museum. Die Mächtigen von einst sind Geschichte. Das Volk wollte nicht mehr kontrolliert werden. Im Januar 1990 stürmen die Menschen die Berliner Geheimdienstzentrale. Ich war ja sehr junge, sehr neue Redakteurin bei Spiegel TV und ich hielt mich schon etwas früher oder ein paar Tage vorher in Ost-Berlin auf. Es war ja so ein bisschen die Stimmung, oh, da passiert jetzt noch mal was. Und an dem 15. Januar gab es am Vormittag noch eine Sitzung des neuen Forums und dann hieß es, Mensch, wir machen das genauso wie schon bei den Bezirksverwaltungen in Suhl oder in Leipzig. Wir gehen geschlossen zur Normannenstraße und werden die symbolisch zumauern. Und wer will mit? Und alle so, ja, genau, das machen wir, wir gehen dahin. Wir haben gesagt, machen wir die Türen zu. Und das hat eine ziemliche Resonanz gefunden. Also Leute aus Betonwerk Grünau haben uns angerufen, ob sie einen Kipper mit Beton mitbringen sollen und ob sie ihn abkippen sollen und so weiter und so fort. Man kann das doch gleich einbetonieren, nicht bloß zumauern. Da hat man dann gesagt, nee, lass mal lieber sein. Da haben wir den ganzen Eier, den Beton da wieder ab, wegzukloppen und wegzustemmen. Die Aktion soll die Bürgervertreter unterstützen, die der runde Tisch zur Stasi-Zentrale geschickt hatte. Wenn 1500 pro Tag das Land immer noch verlassen, dann haben die nach wie vor Angst vorm Amt. Also ergo, ruhig und nicht Besetzung, sondern auch nicht Versiegelung heute. Eventuell eine Erstkontrolle. Wir sind also praktisch die Abordnung. Die andere sitzt am runden Tisch. Ich habe die Aufgabe, das Objekt zu sichern, dass nichts weggeht, dass nichts beschädigt wird und so weiter. Ja, und nichts zerstört wird. Das ist meine Aufgabe. Und diese Aufgabe die nehme ich voll wahr. Am Vormittag versuchten schon Bürgerbewegte dort anzuklingeln und dort auch Zutritt sich zu verschaffen. Das hat auch funktioniert, aber es war nur eine kleine Gruppe. Während DDR-weit alle Stasi-Filialen besetzt sind, wird in der Berliner Zentrale weitergearbeitet. Das soll sich jetzt ändern. Doch noch überwiegt der Respekt vor dem bisherigen Schreckensapparat. Das ist die Bürgerinitiative Dresden, stellt sich vor zur Besetzung als einer der Vertreter von Bezirken, zur Besetzung dieses Ministeriums der Staatssicherheit. Ganz einfach. Ja, wir kommen nur Leute vom Bürgerkomitee DDR rein. So. Ja. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt eine kleine Gruppe über den Ablauf der eigentlichen Besetzung. Die Mehrheit bleibt draußen und schmiedet eigene Pläne. Gut, alle betrachtet das als ersten Einwand. Jetzt wollte man sich dort vor dieses riesige Gebäude, beziehungsweise es waren ja mehrere Gebäude, es war ein Riesenkomplex geheimdienstlicher Tätigkeit und wollte man jetzt zeigen, dass man das nicht mehr haben möchte und deshalb soll das zugemauert werden. An eine Stürmung hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt niemand gedacht. Also das war nicht der Plan. Wir gingen mit den Leuten, die Steine und Kellen und Mörtel hatten, zusammen zur Normannenstraße oder Ecke Ruschestraße war das und stellten uns vor dieses Rolltor, das geschlossen war. Und dann wurde immer gerufen, wir mauern die Stasi ein, wir mauern die Stasi ein. Mauern die Stasi zu! 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 Wie beim Bäckermeister hier.
Und dann wurde das immer mehr Leute und mehr Leute. Und es kamen Leute mit Schildern an und Stasi raus. Und dann wurde der Schlachtruf immer lauter, Stasi raus, Stasi raus. Und keiner dachte mehr an diese Steine. Und das war auch nur so ein paar Steine wurden aufeinander gelegt. Aber es war ursprünglich geplant, nur mal so eine kleine Kundgebung davor zu machen. Mein Name ist Thomas Heise, ich bin einer von 10.000 Leuten, die hier in die Stasi-Zentrale geströmt sind. Wir waren damals zu zweit, ich war mit einem Freund hier unterwegs. Und wir waren hauptsächlich einfach auf der Suche nach ein bisschen revolutionärer Stimmung, die hier herrscht. Und dann fingen dann auch schon Leute dran an dem Tor zu rütteln und zu rufen und macht das Tor auf. Es kletterte dann auch irgendjemand oben auf das Tor rauf, der rief auch irgendwas, was wir aber da hinten nicht verstehen konnten. Und irgendwann kletterte er auch wieder runter oder sprang auf die andere Seite, das konnten wir nicht so genau sehen. Und irgendwann ging dann einfach das Tor auf. Und als das Tor dann auf war, haben mein Freund und ich, wir haben uns dann einfach nur kurz angeguckt, haben noch andere Freunde getroffen aus dem Prenzlauer Berg und dann haben wir gesagt, okay, dann rein da, warum auch nicht. Die Stasi-Zentrale war schon für uns als DDR-Bürger auch so ein bisschen ein Hort des Bösen, weil man als DDR-Bürger immer wusste, wenn die Stasi will, dann können sie dich abholen. Sie können dich abholen, sie können dich einsperren, sie können dich anklagen, sie werden wahrscheinlich sogar Recht kriegen. Also eine gewisse Furcht hatte man durchaus vor der Stasi, also ich auch. Die Regierung des sowjethörigen Oststaates wurde ohne vorausgegangene Wahlen bestimmt. Zum Präsidenten der Deutschen Ostrepublik wurde vom Volksrat der Vorsitzende der SED, Wilhelm Pieck, gewählt. Schon vor der Staatsgründung hatten Sowjetoffiziere einen eigenen deutschen Geheimdienst aufgebaut. Das Modell Sozialismus war sich bewusst, dass die Gesellschaft nicht mit Leidenschaft dabei ist. Es brauchte also staatlicherseits eine Apparatur, die die Feinde des Sozialismus aussortiert. 1950 entsteht das Ministerium für Staatssicherheit, kurz Stasi. Eine Kontrollinstanz gibt es für das neue Organ nicht. Die Stasi nannte sich intern am Anfang tatsächlich Stasi oder SSD. Staatssicherheitsdienst, bis jemand auf dem Westen auf die Idee gekommen ist, dass es schon mal eine Einrichtung mit diesem Namen gegeben hat. Und das fand die rote Regierung nicht so toll, mit einer braunen korrespondieren zu müssen. Der gelernte Speditionskaufmann Mielke wird Stellvertreter und ab 1957 Leiter der Staatssicherheit. Mielke passte wunderbar zum Sozialismus. Die Eltern in der kommunistischen Bewegung, Mitbegründer. Mit 11 war er schon im Jugendverband. Mielke kam aus der Arbeiterklasse, aus dem Weddinger Proletariermilieu, bitterste Armutsgrenze in den 20er Jahren. Dass Mielke wegen Polizistenmordes gesucht und später zur Nazi-Organisation Todt gehörte, erfährt die Öffentlichkeit nicht. Er wurde hochgeschleudert ins Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Er wollte stets durch seine Attitüde und Sprache deutlich machen, ich bin Teil des Proletariats. Mielke baut sein Ministerium zu einem gigantischen Überwachungsapparat aus, um das Machtmonopol der SED zu sichern. Die Losung der Stasi war Schild und Schwert der Partei, nämlich der Sozialistischen Einheitspartei. Der Partei, der sozusagen durch die Verfassung die führende Rolle in diesem Land irgendwie zugestanden wurde, die Macht hatte. Von daher war die Stasi in erster Linie natürlich ein Unterdrückungsapparat. Das Ministerium für Staatssicherheit hat zum Schluss 91.015 hauptamtliche Mitarbeiter. Das ist jeder hundertste erwachsene Bürger dieses kleinen Landes gewesen. Das gleiche gilt für die inoffiziellen Mitarbeiter. Zum Schluss gab es 189.000 Bürger der DDR, die heimlich konspirativ Informationen über ihr privates, berufliches Umfeld geliefert haben. Das ist eine Durchdringung, die wir in demokratischen Gesellschaften überhaupt nicht kennen. Ja,
Der ist der wichtigste Mann hier. Den dürfen wir nicht aus dem Auge lassen. Jetzt haben wir eine Chance. Die Mitarbeiter des Ministeriums waren davon überzeugt, dass ihr Wirken dazu beiträgt, dass die Menschen zufrieden arbeiten, lieben und schlafen konnten. Diese ganze Masse strömte in diesen riesigen Gebäudekomplex. Und dann habe ich überhaupt nicht verstanden, auch im Nachhinein nicht, warum alle nicht geradeaus auf das Gebäude zuliefen, in dem eigentlich Mielke saß. Das wäre der normale Fluss gewesen, dass alle geradeaus weiterlaufen auf das Gebäude zu, in dem das Büro von Erich Mielke war. Das passierte aber nicht. Alle bogen links ab und gingen in ein Gebäude. Und das war der Versorgungstrakt. Und der sah schon aus wie Westen. Also da war auch irgendwie Licht. Man merkte, dass da sozusagen alle auch hinliefen. Und dann, das war man natürlich auch als DDR-Bürger so gewohnt. Da, wo alle hingehen, hat man gefälligst auch irgendwie hinzugehen. Vielleicht gibt es ja da irgendwas Spannendes. Und deswegen sind wir dann auch in diesen Versorgungstrakt irgendwie reingegangen. Man fand dort keine großartigen Akten oder irgendwas, was man sich da erhoffte, sondern man fand einen Supermarkt mit westlichen Produkten. Man fand dort eine Reisestelle und man hatte einen Friseursalon. Und das machte die Leute eher aggressiv. Scheiße! Wir haben dann gesehen, dass es da auch eine Bücherei gab, also einen Buchladen. Und da gab es Bücher, die man in der DDR nur unterm Ladentisch bekam, also wenn man Verbindung hatte. Und dann haben wir da Bücher geklaut. Also ich habe da irgendwie bestimmt 20 Bücher geklaut, die ich habe mitgehen lassen. Gestaunt habe ich sozusagen über den, in meinen Augen als DDR-Bürger, über den Luxus, der da irgendwie herrschte. Also dass es da sozusagen offensichtlich alles gab. Der Friseur sah aus irgendwie wie ein Westfriseur quasi. Da hingen große Spiegel und große Waschbecken und sonst was. Und wer sozusagen in der DDR schon mal bei einem Friseur gewesen ist, naja, das war schon eher, also es war jedenfalls nicht so wie bei der Stasi. Bei der Stasi sah es schon aus wie im Westen. Da gab es auch Leute, die dann in dieses Reisebüro gingen und alles rausrissen. Und dann stand da irgendwie ihr Maikäfer, Reisemöglichkeiten in das kapitalistische Ausland. Und daran haben sich die Leute aufgehängt. Info nur für unsere Genossen. Ja. Maikäfer, Kennwort. Wenn man nicht dran. Da löste sich so ein Ventil und die Leute waren eigentlich damit schon zufrieden, dass sie einfach gesehen haben, was spielt sich eigentlich hinter diesen Mauern überhaupt ab. Und wenn es eben halt ein Frisiersalon, eine Reisestelle oder ein Supermarkt war, das war in dem Moment eigentlich egal. Es gab einen riesen Sitzungssaal und dann da, wo Honecker und Co. und Mielke und Co. gesessen haben, da wollten sich die Leute hinsetzen, haben ihre Füße auf das Podest gelegt und haben Honecker zitiert. Unter dem Schwert und Schild der Partei haben sie gesessen und haben so getan, als wenn sie eine Rede halten. Also ich glaube, das war für die Leute wichtig, da rumzulaufen und zu sehen, wo haben die eigentlich gesessen, die uns hier über so viele Jahre bespitzelt haben und drangsaliert haben. Wir hatten schon auch ein bisschen Schiss, weil wir natürlich Angst hatten vor sozusagen Leuten, die Waffen haben, die möglicherweise schießen, dass also irgendwas passieren konnte. Das ist scheiße, was ihr macht, ehrlich. Das müssen wir alle bezahlen. Das Ministerium für Staatssicherheit war tatsächlich ein ausführendes Organ der Partei. Und die Partei hat erklärt, wir schießen nicht. Nur bei Militärs, und die Stasi war ein militärisches Organ, ist es so, wenn man militärisches Gebiet betritt, unerlaubt, darf man schießen. Das heißt, mit der geballten Kraft von leuchtenden Kerzen standen die Demonstrationen vor den verschiedenen Einrichtungen der Staatssicherheit. Und hinter den Gardinen in dunklen Räumen standen Offiziere der Staatssicherheit mit entsicherten Waffen.
der Mut kam, glaube ich, immer nur aus der Masse. Denn ich meine, es war immer noch, wir hatten DDR, der Geheimdienst sollte, man sollte vor dem Tor des Geheimdienst Randale machen. Die Gefahr bestand immer noch, dass geschossen wird. Weil das war DDR-Hoheitsgebiet, das war ein Geheimdienst. Und da kommen die Leute und trommeln an die Tür und schreien, macht das Tor auf. Natürlich hätten sie auch verhaftet werden können. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Aber die Leute waren so mutig nach dem Fall der Mauer und nach dem, was da plötzlich alles passiert war in dieser Zeit, dass sie, glaube ich, gesagt haben, uns passiert hier nichts. Und sie wurden, und das muss man auch dazu sagen, ja immer auch beobachtet und begleitet von westlichen Kamerateams. Und diese westlichen Kamerateams haben auch den Mut gestärkt. Die Leute haben nicht die Angst gehabt, da passiert was, weil das würde ja dokumentiert. Als wir gesehen haben, es passiert hier jetzt nicht mehr was, also die Leute haben sich ausgetobt, da haben wir uns einen dieser Volkspolizisten geschnappt, die dort standen und haben gesagt, wo ist denn eigentlich das Büro von Herrn Mielke gewesen? Und dann hat der gesagt, ja, das kann ich Ihnen mal zeigen. Dann sind wir dort in diesen Gebäudekomplex gegangen, auf den man eigentlich hätte direkt zulaufen können, Treppen hoch. Und dann sagte der Volkspolizist, oh, hier ist ja das Siegel gebrochen, schon. Also die Siegel wurden gebrochen, ja. Das hier ist das Büro von Herrn Mielke gewesen? Hier ging es rein. Aber das ist heile geblieben? Nee, ist nicht heile geblieben. Das war in dieser Breite. Sind denn auch welche drin gewesen? Na sicher nicht, denke ich. Können wir sehen? Weiß ich nicht, ob da noch jemand... Ja, Sie sehen, dass es doch gebrochen ist. Ist denn da auch verwüstet worden in dem Zimmer? Weiß ich nicht. Komme ich auch nicht rein. Dadurch, dass die Stasi ja wusste, dass das Volk kommt und möglicherweise auch reinkommt, wollten sie natürlich nicht so eine Pogromstimmung irgendwie unterstützen. Deswegen haben die sich zurückgezogen gehabt, saßen hier verdunkelt in ihren Büros. Das stimmt irgendwie, die saßen in ihren Büros. Also so eine kleine Nachhut sozusagen. Die wollten sozusagen defensiv agieren. Verloren hatten sie ja sowieso. Wissen Sie, welche Abteilung hier sitzt? Hier sitzt der Generalmajor Engelhardt. Was macht er? Der löst das Amt auf. Da sagt er, dann lassen Sie mich mal vorgehen. Und wir mussten warten. Den Augenblick mal bitte. Ja, ja. Und dann sagt er, ja, Sie können reinkommen. Und im Büro saß im Prinzip der Konkursverwalter der Stadtsicherheit. Also ein MFS-Offizier, Heinz Engelhardt, im Dunkeln. Ja, ja. 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 Wo sind wir hier jetzt? Guten Abend. Wir sind hier im Büroraum. Hier sind wir. Ja. Na, wenn. Engelhardt ist mein Name. Wir sind für die Auflösung des Amtes zuständig. Also, wenn Sie sind gut informiert. Wir haben uns das gerade vor der Tür erst sagen lassen. Genannt. 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 Engelhardt. Aber ist natürlich unhöflich. Hier müsste ich Jörg anziehen jetzt. Nein, überhaupt nicht. Er behauptete damals, ja, ich hab ein bisschen geschlafen, aber ich glaube, er hat das Licht ausgemacht, damit er natürlich verhindern wollte, dass die Leute in diesen Gebäudekomplex kamen. Also es ist tatsächlich so, wie Sie sagen. Meine Aufgabe besteht darin, mit der Entscheidung der Regierung der DDR dieses Amt aufzulösen, um die Geschäfte hier abzuwickeln. Muss natürlich sein bei aller Regierung und bei allen Bürgervertretungen, aber es muss ja Leute geben, die hier auch bestimmte Fach- und Sachkompetenz haben. Sie sind auch ehemaliger Angehöriger der Staatssicherheit? Ja, ja, sicherlich. Ich bin hier ausschließlich wegen dieser Aufgabe hierher versetzt worden aus dem Bezirk Frankfurt-Oder. Da es aus dem ehemaligen Ministerium natürlich keine Kader mehr gibt, Führungskader. Wie Sie wissen, Herr Mielke sitzt, alle anderen sind entlassen und einer muss, wie sagen wir, die Konkursmasse verwalten. Und kaum haben wir dieses Interview hinter uns gelassen, kamen auch zwei, die sich dort hingeflüchtet, wollte ich fast sagen, also die sich dort auch hinbegeben haben, zwei Bürgerrechtler, und haben gesagt, ah super, die haben eben halt auch Mielkes Büro gesucht. Und dann gab es noch ein nettes Gespräch zwischen diesen beiden Bürgerrechtlern. Und dann hat der eine gesagt, ach, könnte ich von hier eigentlich raustelefonieren? Ich würde mal gerne meine Familie anrufen.
Und dann hat der Heinz Engelhardt, also der MFS-Offizier, gesagt, dann mache ich Ihnen mal eben die Verbindung. Das hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich Ihnen mal eine Telefonverbindung herstelle. Nee, ich auch nicht, dass ich das Deshalb, wer sind Sie? Ich bin auf Tempfehl. Und dich. Am Wohntisch sind wir. Initiative für Menschenrechte. Und Sie waren auch mal in Haft hier? Ich hatte immer in anderen Teilen des Gebäudes zu tun, sagen wir so. Also in dem Gebäude haben wir nicht gesessen, wir haben gegenüber gesessen, das gehört mit zu dem Komplex. Dort gibt es einen speziellen Barackenbereich, wo also auch Gruppenvernehmungen durchgeführt wurden. Und das ist jetzt nicht in diesem Komplex, sondern noch außerhalb. Das Ganze dürfte ja hier also beinahe ein Kilometer mal ein Kilometer sein. Das war sehr, sehr merkwürdig. Aber wirklich eine Szene, die auch bezeichnend war für diese Nacht, die ja auch sehr absurd war. Dieser riesige Gebäudekomplex, der ja den Leuten so viel Angst gemacht hat, weil sie nicht wussten, was hinter diesem Rollentor sich abspielte. Und dort spazierten die Bürger jetzt einfach so rum. Das war schon ganz erstaunlich. Wir sind dann weitergezogen, weil wir gesagt haben, wo sind denn jetzt die wichtigen geheimdienstlichen Räume? Wo finden wir denn irgendwo? Wo ist denn die Abhörzentrale? Haben wir gesagt, es muss doch irgendwo was geben, wo stehen die Aktenordner, wie ist abgehört worden und. Wir sind dann in einen Gebäudekomplex geführt worden mit Telefonanlagen. Und dort fanden wir tatsächlich noch zwei Mitarbeiter, die wir dort überrascht haben, die dort auch standen und so ein bisschen philosophierten, wie es denn jetzt so weitergeht. Ich bereue nichts, ich bin 16 Jahre dabei und ich glaube, haben wir auch nichts vorzuwerfen. Sicherlich müssen wir uns auch in der Zukunft in vielen Fragen neue Gedanken machen müssen, und um nicht als Wendehals oder sonst jemand hier abgestempelt zu werden. Es ist ja schwer, nach mehreren Jahrzehnten Arbeit hier alles aufzugeben. Ja? Man hängt ja auch dran. Ist normal. Wie lange haben Sie hier gearbeitet? Über 20 Jahre. Bürger haben draußen gesagt, von hier wäre auch abgehört worden, aus diesem Gebäude. Also das kann ich hundertprozentig hier sagen, dass also aus diesem Gebäude hier erstmal keine Abhörzentralen irgendwo existieren. Abgehört wurde allerdings in der Stasi-Bezirksverwaltung, die bereits unter Aufsicht von Bürgerkomitees aufgelöst wird. Hier entwirrt sich Stück für Stück der Umfang des geheimen Spitzelnetzes. Das Ministerium für Staatssicherheit hatte primär den Betriebsablauf zu optimieren und zu sichern. Alle Störfaktoren sind Menschen, auszuschalten. Wobei der Feindbegriff etwas überdehnt worden ist. Nicht jeder Mensch mit anderer Ansicht war ein Agent des Bundesnachrichtendienstes oder der CIA. Die Stasi ging auf Nummer sicher und hörte bei allen und alles mit. Telefonieren war in der DDR keine Privatsache. Hier war einer der Abhörstützpunkte. Insgesamt gab es 6 in Berlin. Die Kapazität war aber in Gesamt-Berlin auf 1000 Teilnehmer ausgerichtet, wie alles, was wir hier mitgekriegt haben. Allein in Berlin kamen täglich ein paar 10.000 abgehörte Telefonate zusammen. Die Stasi hörte nicht nur mit, sie las auch mit. Im Hauptpostamt hatte die Staatssicherheit eigene geheime Räume. Ja, das ist also der Eingang zu den Räumen, die das ehemalige Ministerium für Staatssicherheit genutzt hat. Mitarbeiter des Bahnpostamtes oder der Deutschen Post überhaupt haben diese Räume nie betreten. Das können wir machen. So, ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir mal die gesamte Etage durchgehen. Sie hatten mich ja in unserem Gespräch auch nach der Größe dieser Einrichtung gefragt. Das ist eine Etage in einem Betriebsteil des Bahnpostamtes Berlin. Man kann das vielleicht ahnen, aber gewusst hat keiner was. Weil meine Ahnen kann man viel, aber man kann nichts beweisen. Nicht? Und das ist das Entscheidende dabei. Nicht? Und dabei ging man ja aus, dass alles rechtens ist. Ist denn jeder einzelne Brief, der durch Ihr Postamt gegangen ist, hier durchgelaufen? Im Prinzip eigentlich ja. Ich bin im Sommer immer viel gereist, bin also nach Ungarn gefahren, nach Bulgarien, nach Rumänien und sonst wohin. Und bei einer meiner Reisen sind wir eine längere Tour mit zwei westdeutschen Studenten gereist. Die haben uns mitgenommen, ein bisschen in ihrem Bulli, in ihrem VW-Bus, VW-Reisebus. Und irgendwann nach dem Urlaub, dann im Herbst, haben die Fotos geschickt von unserem gemeinsamen Urlaub.
Die Fotos sind nur leider nie bei uns angekommen. Sondern mein Vater ist irgendwann gekommen und hat gesagt, mir sind heute Fotos vorgelegt worden von deinem letzten Urlaub, dass du da mit dem und dem unterwegs warst. Was war da los gewesen? Also die Stasi hatte die Fotos an mich abgefangen und hat sie im Betrieb meines Vaters, meinem Vater, vorgelegt, damit er sozusagen, keine Ahnung, sich von mir löst oder mich als Staatsfeind diffamiert oder sonst was. Was er aber nicht gemacht hat. Das Absurdeste, was ich in dieser Bespitzelungsmaschinerie erlebt habe, war die Schnüffelstasi, so haben wir sie genannt. Wir waren auf einer Veranstaltung von Bürgerrechtlern und dann sagte irgendjemand, also er habe gehört, dass die Volkspolizei in Leipzig Weggläser sammelt, in denen Geruchsproben von Oppositionellen in großen Lagern noch zurückgeblieben sind. Und dann haben wir gesagt, das glauben wir nicht, das ist ja albern. Und dann sind die Kollegen auch los mit Bürgerkomitee-Mitgliedern und haben sich Zugang verschafft in Leipzig, in der Polizeidienststelle. Und es war tatsächlich so. Es gab Räume mit Weggläsern, Einmachgläsern, mit gelben Stofffetzen drin und dann drauf stand dann Geruchsprobe von der Achsel, Geruchsprobe vom Arbeitskittel und wir haben die Leute haben da fassungslos gestanden. Hey, das ist mein Kollege! Ich krieg's in den Kopf. Wer ist das? Das ist ein ehemaliger Kollege von mir, der 88 über die Ostsee gepaddelt ist. Und über die gibt's auch eine Probe? Hier, Julie haben sie. Verdacht der pazifistischen Losung. Man sieht das ja, glaube ich, auch recht deutlich, dass neben dem analytischen Umgang zu sehen, was haben die da gemacht und wie haben sie es gemacht, in dem Moment, wo ich dann da also eine ganze Reihe von Freunden, von Kollegen, wie gesagt, auch in diesem Gläserregal sah, hatte das natürlich einen ganz persönlichen Aspekt. Geruchsprobe vom Stuhl. Deckname Boykott. Untersuchung unter dem Decknamen Schwarze Kreide. Moment. Operative Personenkontrolle Verleumder. Von der Sitzfläche seines Stuhls genommen. Ich habe einen Freund gehabt, der sozusagen auch in der Umweltbewegung ein bisschen aktiv war. Der hat mir irgendwann mal erzählt gehabt, aber das war 1987, dass er unterwegs angehalten wurde mit seinem Fahrrad. Und dass da irgendwie die Polizisten von ihm so Achselproben genommen haben. Also er musste sich ein Tuch drunter halten und musste dann so Achselproben, auf der Danziger Straße mitten im Prenzlauer Berg, musste er so Achselproben von sich geben. Und wir haben damals überhaupt gar keine Peilung gehabt, was sie damit wollten und was das sollte. Dazu nehmen wir dieses sterile Tuch und legen das auf die vermeintliche Standspur, wo der Täter zu seiner Tatausführung gestanden haben muss. Dieses Tuch wird mit einer Aluminiumfolie abgeschirmt, sodass Umwelteinflüsse nicht mehr auf diese Spur einwirken können. Dieses Tuch bleibt ca. 30 Minuten am Ereignisort liegen und wird dann wieder in das Behältnis, woraus es entnommen wurde, eingelegt. Somit ist man in der Lage, diesen Geruch bis auf unbestimmte Zeit zu speichern. Das war tatsächlich gedacht, dass bei Demonstrationen Oppositionelle schneller gefunden wurden in den Gruppen und die Hunde auf sie losgelassen würden. Das war tatsächlich der Plan. Und das war so absurd, das wollten wir nicht glauben. Und dann hat die Volkspolizei gesagt, wir können das mal demonstrieren. Wir stellen jetzt mal so ein paar Hütchen auf und sie setzen sich mal auf einen Lappen. Dann machen wir verschiedenste Lappen in einen Versuch und der Hund soll mal ihren Geruch erschnüffeln. Und das hat wunderbar funktioniert. Gewisse Jungskonserve von eurem Chef stelle ich jetzt auf der 8. Das ist die, die du mitbringen musst. Ja? Das war schon schockierend damals. Und insoweit sind diese Geruchsproben wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht.
zu dem Stasi-Symbol schlechthin irgendwie geworden, was für den Schnüffelstaat, für die Überwachung schlechthin steht. Nicht nur in Gläsern, sondern vor allem in kilometerlangen Regalen stapelt sich das gesammelte Wissen der Stasi. Schätze, die es zu retten oder zu vernichten gilt, je nach Interessenlage. Die Stasi kämpft ums Überleben. Mittlerweile umbenannt in Amt für nationale Sicherheit, sind die meisten Außenstellen bereits von Bürgervertretern besetzt. Das Volk will seine Akten. Dass auch die bislang mächtige Stasi-Zentrale in Berlin nicht mehr lange zu halten sein wird, ist den Verantwortlichen klar. Der Sturm in Erfurt, wie auch die Aktion gegen andere Kreisdienststellen bzw. Bezirksverwaltungen, war für uns natürlich das Zeichen, dass es eine Entwicklung auch in Richtung Berlin geben wird, dass man die Zentrale in Berlin nicht aussparen wird und letztlich der Beginn des Auflösungsprozesses des Ministeriums ist. Als es am 15. Januar 1990 auch in Berlin soweit ist, gestaltet sich der Zugang zu den Akten schwierig. Die Menge ist ungeduldig. Wer weiß, was von den Unterlagen noch übrig ist. Hier sind sie nach Rumini, hier fahren wir mit den Akten haben wir und weg. Wer denn? Na wer, haben wir die Säcke hier. Das ist richtig, deshalb wollen wir da hier stehen, damit nicht rausgeschleppt wird. Wie lange wollen wir denn stehen hier? So lange, bis das nicht abgebaut ist. Und ordentlich, so unter Kontrolle, darum geht's. Ja, da können wir tagelang stehen. Ja, du sagst es. Die Sorge ist berechtigt. Während das Volk wartet, wird längst geschreddert, schon seit Wochen. Wir selbst haben keinerlei Vorgaben erhalten von niemandem, sondern haben selbst entschieden, ich sagte bereits, dass die ersten Weisungen im November erteilt wurden, zunächst mal zur Minimierung, später dann zur generellen Vernichtung alten Materials. Die Bürgerkomitees hatten zum Ziel, die Aktenvernichtung zu stoppen, die Repression zu beenden, das Ministerium für Staatssicherheit aufzulösen. Aber sie hatten keine Chance, wirklich erfolgreich jegliche Vernichtung zu verhindern. Es waren Menschen wie Sie und ich. Die wussten nicht, wie so eine Apparatur arbeitet, wo diese Apparatur überall ihre Büros, ihre Häuser und Werkstätten hatte. Das musste erst systematisch erarbeitet werden. Wertvolle Zeit ging dabei drauf, währenddessen weiter vernichtet wurde. Die Schredder können gar nicht groß genug sein. Vor allem die Akten über eigene Agenten sollen niemandem in die Hände fallen. Gerade dafür gibt es bei den bislang verfeindeten Mächten Interessenten genug. Es war sozusagen ein Vernichten über 24 Stunden mit gelegentlichem Bier trinken und Schnäppchen trinken und auch mal einschlafen. Es war ja nur strapaziös. Aber es gab kaum Pausen und die kleinen Häckselschnipsel unten, die wurden dann in große Papiersäcke verbracht und dann zugebunden. Dann fuhren also LKW Tag und Nacht mit den Säcken irgendwo hin. Hunderttausende von Aktenvorgängen sind für alle Zeiten weg, geschreddert oder zermahlen. Einige tausend Akten sind zerrissen worden und lagern heute in Säcken. Und etwa 111 Kilometer stehen noch in Regalen. Erst bei der späteren Aufarbeitung des Sturms auf die Stasi-Zentrale kommt ans Licht, wie gut der einstige Unterdrückungsapparat noch in Auflösung funktionierte. Die wichtigen Akten waren im Haus 7, ein Gebäude, das besonders gesichert war. Dort war kein Demonstrant. Man hätte finden können und man hätte an diesem Tag alles haben können. Hat man aber nicht, weil Revolution in Deutschland laufen letztlich doch gesittet ab. Wir haben dann irgendwelche Akten da irgendwie rumfledern sehen. Da standen aber auch nicht so spannende Sachen drauf, als dass man die mitnehmen musste. Wir hatten eher damit zu tun, irgendwie einfach sozusagen dieses ganze Haus irgendwie zu besichtigen. Und irgendwann, ich hatte dann mit meinen geklauten Büchern auch genug zu tragen, irgendwann haben wir dann beschlossen, dass wir nach Hause gehen und lieber unsere Schätze nach Hause bringen. Wir mussten dann nämlich auch wirklich raus, denn es wurde geräumt. Und auch von Seiten der Bürgerrechtler, die gesagt haben, so, jetzt ist Schluss. Jetzt wollen wir hier aber auch alles, jetzt geht mal alle wieder raus.
Wir hielten uns ja auch einige Stunden dort schon auf. Also wir durften dann auch dort schon auf. Also wir durften dann auch nicht mehr alleine und auf eigene Faust da in diesem riesigen Gebäudekomplex rumlaufen. Wir waren ja schon dankbar, dass wir einen Blick in Mielkes Büro werfen konnten, dass wir einmal in dieser Telefonzentrale waren und dass wir diesen Versorgungstrakt abgefilmt haben. Am Ende war dann auch nichts mehr. Die Bürger gingen dann aus diesem Gebäudekomplex raus und die Tür wurde zugemacht. So war das. Schluss mit Revolution da, an dem Abend zumindest. Jetzt erst beginnt die eigentliche Arbeit der Revolutionäre. Die Auflösung des riesigen Überwachungsapparates Stasi. Berlin, Rotes Rathaus. 600 zivile und militärische Objekte müssen begutachtet werden. Freiwillige werden gesucht. Ich war dann Mitglied in der Arbeitsgruppe Sicherheit des Zentralen Runden Tisches. Wir waren quasi so eine Art schnelle Eingreiftruppe. Man konnte hier anrufen oder uns eine Postkarte schicken oder Leute sind auch gekommen hier zum Bürgerkomitee und haben gesagt, ich habe da irgendwie einen Bunker irgendwie gesehen oder gibt es ein Geheimnis und so, können Sie da mal hinkommen. Treptow. Und alle Treptow. Ja? Hier sind zwei Straßen. Einmal Militär und einmal Zivil. Zusammen mit einem Staatsanwalt und einem Militärvertreter werden Auflösungskomitees gebildet. Das Volk übernimmt die Macht. Wir waren quasi wie kleine Ermittler und ich war gerade mal irgendwie 30 und ich hatte einen total wichtigen Klappausweis mit so einem roten Streifen in der Mitte, mit dem wir sozusagen vorzeigen konnten. Und dann haben auch Stasi-Leute, also wir sind dann sozusagen auch in Objekte reingekommen, Kraft dieses Ausweises, den wir da hatten und mit diesem Staatsanwalt, den wir dabei hatten, sind wir auch in Objekte reingekommen, haben hier mal Stasi-Mitarbeiter befragt, haben Generäle befragt. Das ist schon irgendwie eine spannende Zeit gewesen. Auch eine Revolution muss ihre Ordnung haben. Besichtigung eines ehemaligen Waffenlagers, über dessen Inhalt sich jetzt die Volkspolizei freuen kann. Die deutsche Volkspolizei hat sämtliche Bestände übernommen. Es wurde ordnungsgemäß übergeben und übernommen, laut den Einnahme- und Ausgabebelegen. Und das Ergebnis sind die geleerten Räume. Die Herren vom Bürgerkomitee sind seinerzeit mit den einzelnen Transporten mitgefahren und haben sich von der Verbringung der entsprechenden Bewaffnung und der Munition überzeugt. Alles für Munition. Was nur noch auf Fotos zu sehen ist, die Stasi verfügte in der DDR insgesamt über 124.593 Pistolen, 76.592 Maschinenpistolen und Gewehre, sowie Panzer- und Flugabwehrgeräte. Eine Armee außerhalb der Armee, ein Staat im Staat. Nicht überall wird den Stasi-Auflösern die Arbeit so leicht gemacht. Im Stasi-Verwaltungszentrum Berlin-Hohenschönhausen ist noch alles beim Alten. Zum Wachregiment Tschetschenski gehören Sie auch. Ja, klar. Ja. Sind Sie denn noch bewaffnet? Bewaffnet? Ich bin Waffenträger, ja klar. Aber die Waffen sollten nur alle abgezogen werden, oder? Das ist immerhin noch eine militärische Einheit. Eine militärische Einheit, dazu gehört auch eine Waffe. Würde ich zumindest sagen. Ich weiß nicht jetzt, wie Sie das sehen, aber das ist meine Meinung und dabei bleibe ich auch. Bitte. Hier stehen die Geheimdienstkontrolleure auf verlorenem Posten. Als das Volk seinen Hauptsitz stürmt, ist der einstige Hausherr der Stasi-Zentrale längst in Staatsgewahrsam. Erich Mielke sitzt in Untersuchungshaft. Dem inzwischen 82-Jährigen wird unter anderem Schädigung der Volkswirtschaft und Hochverrat durch verfassungsfeindliche Aktionen vorgeworfen. Anklagepunkte, die sich nicht durchsetzen lassen. Es fehlen die Beweise. Stattdessen wird ihm ein fast vergessenes Verbrechen zum Verhängnis. Der Mord an zwei Polizisten 1931 in Berlin. Mielke tauchte damals unter. Das Verfahren wurde eingestellt. Auch eine Wiederaufnahme nach Ende des Zweiten Weltkrieges scheiterte. 1993 wird Erich Mielke wegen Mordes zu 6 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er wird für eine Tat bestraft, die er als arbeitsloser junger Mann begangen hat. Tausende von Verbrechen, die er als Stasi-Chef in der DDR zu verantworten hat, bleiben ungesühnt. Dass der ein Unrechtsbewusstsein gehabt hat in der damaligen Zeit, glaube ich nicht. Der war schon der Meinung, das ist alles so richtig. Ich glaube, dass das ein relativ einfach strukturierter Mann gewesen ist, der
absolut gefährlich ist, von dem es ja auch irgendwie Tonaufnahmen überliefert worden ist, sind, wo er darüber redet, dass man mit Leuten, die irgendwie den Staat verraten, die DDR verraten, einen kurzen Prozess machen sollte, also umbringen sollte. Also er ist gefährlich gewesen und er hat sich natürlich unfassbar lange an der Macht gehalten. Also wie er das geschafft hat, ist mir eigentlich heute immer noch auch unklar. Mehr als 3 Jahrzehnte hat Mielke das Ministerium für Staatssicherheit der DDR geleitet. Im Mai 2000 stirbt er im Alter von 92 Jahren in einem Berliner Altenheim. Die alten Stasi-Gebäude stehen noch, teils ungenutzt. Ohne einen Schuss, mit beinahe unheimlicher Friedfertigkeit, übernimmt das Volk im Januar 1990 die Kontrolle über die einstige Geheimdienstzentrale. Das Öffnen des Tores, ein letzter großer Coup der Stasi? Unbestritten ein mächtiges Symbol für das Ende eines menschenfeindlichen Staatssystems. Das ist auch mein persönliches Highlight meiner journalistischen Karriere. Das ist eigentlich im Prinzip das, was nie wieder kommt. Weltgeschichte vor der Haustür. Die sprechen die gleiche Sprache. Man kennt sich aus. Was kann einem Besseres passieren als Journalist, als das? Das gibt's nicht wieder. Die Erstürmung war natürlich auch für die DDR-Bürger ein Erfolg. Weil diese Krake Stasi, dieser Geheimdienst, dieser Unterdrückungsapparat der SED, weil der an dem Tag sozusagen aufhörte zu existieren. Plötzlich war das Volk drin, plötzlich waren da junge Leute drin, junge Männer, junge Frauen, die zu den Stasi-Leuten gesagt haben, okay, bis hierher und nicht weiter. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Die Stürmung der Stasi-Zentrale ist ja schon ein großer Schritt. Das heißt also, das ist das Symbol des Geheimdienstes, der ja die ganze DDR nur zusammengehalten hat. Und der große Bruder Sowjetunion, das darf man nicht vergessen. Das war ja im Prinzip, die Sowjetunion hat die Geschicke der DDR bestimmt. Und der Geheimdienst hat dafür gesorgt, dass die Bürger nicht ausbrechen. Dass man die große Zentrale des Geheimdienstes einnehmen konnte, das hatte schon Symbolkraft. Das Ende der Staatssicherheit am 15. Januar 1990. Wendezeit.